Alkohol zusammen? Nee, guckt nichts aus. Es ist 6 Uhr morgens und es ist wieder soweit. Track Day. Ich bin in Oschersleben, in der Pension an der Rennstrecke. Das Ding heißt wirklich so, Pension an der Rennstrecke ist nebenbei ein guter Tipp. Eine gute Alternative zum Hotel, ist nur halb so teuer und ich kann die Rennstrecke quasi von hier sehen. Das Frühstück ist gut und die Betten sind fast bequem. Das letzte Mal, als ich hier war, da sind wir in strömendem Regen gefahren und heute haben wir 37 Grad. Was sehr krass wird für Mensch und Maschine. Vor allem für Maschine. Für Maschine und Maschine. Es kühlt einfach nicht ab. Jetzt ist es schon wieder super warm, die Hitze steht. Ich werde auf jeden Fall ganz viele Cooldown-Laps einbauen müssen, denn ich rechne fast damit, mit krummen Bremsscheiben nach Hause zu fahren. So, ich gehe jetzt frühstücken. Ich darf nicht aufstehen. Sobald ich aufstehe, gucken hier so ein paar Sachen raus. Dann melde ich mich wieder zurück von der Rennstrecke. Haut rein, bis gleich. So Leute, ich habe mir die Schlaffalten aus dem Gesicht gebügelt oder einfach nur eine Sonnenbrille aufgesetzt und gerade gut gefrühstückt. Zur Rennstrecke sind nur 3 Minuten Fahrzeit von hier. Oh, hallo. Es geht gleich los. Ich bin sofort mit dem ersten Stint dran, das heißt nach der Fahrerbesprechung muss ich sofort rein. Heißt, ich werde das Auto jetzt schnell vorbereiten, alles fertig machen. Und ich werde nicht viel Zeit haben zu filmen, das heißt, wir springen gleich wahrscheinlich sofort in die Onboard-Perspektive und legen direkt los. Ich werde sehr viele Cooldown-Laps einbauen müssen, denn es ist viel zu heiß. Es ist gerade 6:30 und ich bin schon am Schwitzen. Deswegen, das wollen wir dem Auto nicht antun, zumal ich in 3 Tagen am Bilster Berg bin und das Auto soll halbwegs überleben. Und ja, am Ende wird es wieder ein Fazit geben, aber erstmal springen wir in die Onboard-Perspektive, drehen ein paar Runden.
Jo, zweiter Stint ist vorbei, es ist viel zu heiß. Es ist echt super krass. Also mir war zwischendurch, war mir echt schon schlecht. Ich habe ja im letzten Stint, im letzten Track habe ich gesagt, ich probiere das mal ohne Klima am Bilster Berg. Das hat auch gut geklappt. Und jetzt kurz vor Kotzgrenze, da habe ich gesagt, ich mache die Klima jetzt an. Funktioniert das Scheiß da nicht. Ah du, sag mal hallo. Moin. Was sagst du? Gut gelaufen? Ja, geht, ne? Warm, wa? Ein bisschen zu warm. Scheiße, ja, Mann. Oh, Datenschutzbeauftragter, ich filme dich gerade, ne? Du bist im Video. Hier, wilder M2 mit einer fetten Bremse. Aber greifen gut, läuft alles. Top. Alter. Ein paar coole wilde Jungs aus Berlin. Hier ist Clubsport GTI. Auch mit einer fetten Stop-Tech. Ja. Schön die Retzers. Ich gehe jetzt das zweite Mal runter mit dem Reifendruck. Gestartet sind wir mit 2 Bar rundherum. Nach dem ersten Stint rausgefahren waren es fast bei 2,6. Habe ich sie angepasst auf 2,1. Nach dem zweiten Stint waren sie dann warm bei 2,3 und jetzt gehe ich wieder auf 2,1 rundherum. Und rechts ist der Druck deutlich höher als links. Darf eigentlich nicht sein, ne? Und mehr Rechtskurven, oder? Eigentlich schon, ja. Mit weniger Leistung. Was bist du jetzt gefahren? 1,448. Geil, Alter. Statt 1,440. Mit weniger Leistung. Mit weniger Leistung. Geil gefahren, Hammer. Ich wollte mit euch noch ein bisschen zusammenfahren. Und dann. Ja, was willst du da zusammenfahren, Alter? Du fährst 10 Sekunden aber schneller. Aber ihr habt schon viel früher Cooldown gemacht. Das ja. Aber hat richtig Bock gemacht mit dir. Ja, fand ich auch. Das war geil. Guten Kampf. Ja, richtig gut, ey. Ja? Geil performt der Laden hier. Aber den Kurven ist schon ganz gut herangekommen. Volkswagen. Ja, Volkswagen. Ich glaube 20 Meter dahinter bremse ich kurz
lecke ich ein und da bremse ich voll vor der Umdreher. Echt spät. Ja, echt spät, aber ich finde mit dem Grip, die es jetzt hat. Ja, ja, ey, die schmieren ohne. Boah, Alter. Eieieiei. Also die schmieren richtig bei der Temperatur. Boah, gut. Ey, die sehen super aus. Ja, nur vorne noch. Oh, krass. Alter, meinst du nicht, du brauchst ein bisschen mehr Sturz, ey, komm, ja, was hier abgeht? Auf jeden Fall. Wie viel Sturz fährst du? Ich glaube, -2 Standardeinstellung. Boah, geh mal auf 3. Ja. Du brauchst echt mehr Sturz. Guck mal, wo der anfängt abzurubbeln. Ja. Dann hast du noch mehr Grip, ey. Oder? Nein, lass das mal, dann bist du noch schneller. So, Leute, ich bin wieder zurück, bin endlich daheim, bin absolut K.O. Die Hitze hat mich fertig gemacht. Das Fahren an sich ging, aber der Rückweg war katastrophal. Das Fazit fällt kurz aus, denn es hat alles funktioniert. Das Auto hat erstaunlich gut performt, ich bin super zufrieden damit. Ich habe hin und wieder ein paar Cooldown-Laps eingebaut, aber Motortemperatur, Motoröltemperatur und Wassertemperatur waren immer im Rahmen. Die Bremse hat erstaunlich gut gehalten. Lediglich die Reifen haben wir endlich in die Knie gezwungen. Das heißt, die haben nach einer Zeit ein bisschen angefangen zu schmieren. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist der Cup 2 von Michelin ein erstaunlich guter Reifen. Und die Beanspruchung war wirklich maximal hoch. Nichtsdestotrotz werde ich, wenn die runter sind, auf richtige Semi-Slicks wechseln. Ich denke an Nankang AR1, Toyo R888R oder sonstiges. Wie gesagt, kurzes Fazit, weil einfach alles gut funktioniert hat. Und an der Stelle gehen ganz liebe Grüße raus an den Björn, der gerne mit dabei sein wollte, aber bedingt durch einen schweren Motorradunfall jetzt in der Reha hängt. Björn, Kopf hoch, dir alles Gute und du hast auf jeden Fall immer einen Beifahrerplatz bei mir sicher. Und ja, komm uns doch mal besuchen am Bilsterberg und dann drehen wir zusammen eine Runde. War ein guter Tag und in 2 Tagen geht's auch schon weiter. Haut rein, wir sehen uns am Bilsterberg. Ciao.